Spiele Schmarrn seinen YouTube-Kanal. Korrekt. Genau. Denken wir doch jedes Mal. Wie löscht man eigentlich YouTube-Kanäle richtig? Ja. Das ist gar nicht so einfach und es gibt auch verschiedene Ebenen. Danke. Und wir wollen jetzt nur diesen Kanal löschen, die anderen sollen auf erweitert. Das wird so wieder was drin. Aha. So, das probieren wir nochmal aus. So, Einstellung. Konto oder Dienste löschen. Konto löschen. Möchten Sie Ghost wirklich löschen? Ja, klar. Und alle so, was? Genau. Erst bevor ich weiter rede, meine Stimme ist ein bisschen down, ist mir gerade noch aufgefallen. Also, das ist mir sonst nicht aufgefallen, jetzt die Tage, beziehungsweise Sonntag und Montag, weil ich da nicht so viel geredet habe. Das Ding ist, ich war Samstag auf einer Geburtstagsfeier und ich glaube, ich habe echt ein bisschen zu viel rumgeschrien. Und ja, merkt man halt ein bisschen. Meine Stimme ist immer noch abgekackt. Und eigentlich wollte ich mir ein Skript schreiben, weil ich gerade merke, ich habe keinen Plan, was ich rede. Egal. Erstmal, warum habe ich jetzt den Kanal gelöscht? Ich habe eigentlich erkannt, es ist unsinnig, wenn man also neu anzufangen als kleiner YouTuber. Ich meine, du bist immer noch ein kleiner YouTuber. Warum solltest du anfangen? Ich sehe es nicht als Fehler ein, denn also nicht als kompletten Fehler, denn es hat mir neue Inspiration gegeben. Und man sieht halt auch, der Schnittstil ist anders. So, das Thumbnail behalte ich auch, den Banner behalte ich auch und das Kanalbild. Denn außerdem steht da nur Ghost drauf und Ghost halt, heißt halt Geister und ich heiße Geisterschreck. Also, wer es nicht versteht. Ich weiß, dass auf diesem Kanal, wo also auf Geisterschreck viele Idioten drauf sind noch. Das stimmt. Aber ich glaube, ich mache jetzt einfach so weiter wie sonst. Und es ist mir eigentlich ehrlich gesagt scheißegal, wer da rumheult jetzt. Es tut mir jetzt leid für die Leute, die Geisterschreck deabonniert haben und Ghost abonniert. Reingeschissen, würde ich sagen, von mir aus. Ich werde auch da auf dem Kanal, wie gesagt, ist jetzt gelöscht, aber kann ich natürlich kein Video mehr machen. Alle Videos sind 1:1 wieder hochgeladen, wie sie halt auf Ghost waren. Weil ich selber mir gerne nochmal die Videos angucke, wenn es zum Beispiel was Lustiges ist. Oder irgendwelche Freunde gucken sich das gerne nochmal an, wenn da irgendwelche lustigen Stellen so sind, wie jetzt zum Beispiel 1000 FPS in Fortnite. Wer das nicht versteht, du wirst gescammt. So. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr es versteht. Mein Ziel wird auf diesem Kanal jetzt sein, 500 Abonnenten natürlich und 30.000 Aufrufe. Das sind noch 1000. Schaffe ich auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall durchziehen jetzt wieder ein bisschen. Ich habe jetzt momentan ein bisschen mehr Zeit halt auch. Und das Problem ist, das ist halt nicht so einfach so. Einfach zu sagen, ich ziehe jetzt durch, ist halt immer eine scheiß Aussage. Weil wenn mir keiner irgendwie da Unterstützung gibt, ein anderer YouTuber oder Person, dann ist es halt immer schwer. Bei dem Kanal Neustart hat mir zum Beispiel Lenny, sag ich mal, Motivation gegeben, weil ich so gesagt habe, boah, jetzt so zwei neue Kanäle starten. Und dann hat Lenny halt gesagt, nee, momentan geht nicht. Also er hat da doch keinen Bock drauf, weil es viel zu viel Arbeit ist für ihn. Er hat einfach zu wenig Zeit, er muss sich auf Schule konzentrieren, verstehe ich natürlich. Bei mir ist es halt anders, ich habe immer gute Noten und habe eigentlich kein Problem damit, deswegen war das auch sonst kein Problem. Nur das Problem ist halt auch nicht wegen der Zeit, sondern auch wegen den Ideen, denn ich habe nicht immer Bock so 0815 Content zu machen. Alle meine Videos, die ich jetzt hochgeladen habe, sind mehr oder weniger irgendwie was Besonderes, so vom Stil her, nicht unbedingt vom Schnittstil, aber von den Personen her, also von mir und Lenny, wir machen halt viel Scheiße und ich hoffe, das gefällt euch. Ja. Auf jeden Fall, Jeremy hatte recht, es war eine Kackidee eigentlich, so von Anfang an, im Grunde, aber irgendwie ist es nicht immer toll, so Drecks-Thumbnails und Videos ich sag mal, auf dem Kanal zu sehen und man denkt sich so, ja,
halt scheiße, die ganzen Streams und so. Ich meine, Leute, ich habe so viele Streams. Ich habe sie jetzt alle offline. Ich habe sie ja schon länger alle nicht gelistet. Und ja, ich werde auf jeden Fall streamen, auch in der nächsten Zeit ein bisschen. Build Battle kommt wieder zurück. Also Leute, freut euch auf stundenlange Build Battle Streams. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Werde ich machen. Müssen wir halt nur gucken, wann. Wahrscheinlich jetzt nächstes Wochenende oder am Mittwoch. Weil Mittwoch ist ja ein Feiertag, das sollte gehen. Müsste ich halt nur wieder einen neuen Server kaufen und das einrichten, aber das ist wie gesagt auch kein Problem. Die, ich weiß nicht, was das, wie viel teuer das ist, 2 Euro oder so, habe ich auf jeden Fall dafür, für so ein tolles Projekt. Und bitte Leute, wer jetzt schon gar keinen Bock mehr auf mich hat und mir die ganzen Dislikes reinballern will, das bringt absolut nichts, also es hilft mir nichts und euch auch nicht. Ihr seid dann einfach nur sauer auf mich und ich mache das halt nur wegen Content, ich mache das freiwillig, ich mache das, weil ich Bock drauf habe. Und weil ich Leute einfach zum Lachen bringen will, vielleicht mit ein paar Insidern oder sonst was. Und ich denke mal, wird vielleicht noch ein Video kommen, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich sie beantworten. Schreibt irgendwelche geilen Videoideen. Ich weiß, ich bin ein Idiot. Leute, ihr braucht es mir nicht sagen, mit 416 Abonnenten, also 416 Abonnenten und 29.000 Aufrufe gerade wegzuwerfen, beziehungsweise zu löschen, hätte ich jetzt nicht gemacht. Aber ich finde natürlich, die meisten sind davon einfach nicht da, gar nicht da, beziehungsweise, aber bei Ghost hat es ja auch schon so angefangen. Es ist halt bei jedem Channel so, das kann man nicht, ich sag mal, wie soll man das sagen, kann man nicht erwarten, dass jeder Abonnent dabei ist, immer bei jedem Video. Und es ist mir eigentlich egal. Also Leute, schreibt Videoideen rein, schreibt, was ich noch machen soll, schreibt auch gerne, was ich für Parodien machen soll. Die 1000 FPS in Vorder mit ihrem PC. Leute, ich habe schon gemerkt, manche verstehen es überhaupt nicht. Finde ich okay, kein Problem. Aber viele feiern es halt auch. Und es ist wie gesagt eine Parodie. Auch die 7 Minuten Black Screen ist eine Anlehnung an YouTuber, die immer auf 10 Minuten strecken. Und die dann im Grunde für 3 Minuten Content 7 Minuten oder nochmal überstrecken und die ganze Zeit labern und nur Scheiße machen. Denn das ist halt auch ein Problem, was eigentlich jedem Gamer aufregt oder jeden, der auf YouTube mal ein bisschen schaut. Also Leute, danke fürs Verständnis und ciao. Jo, und schreibt mir diese Ideen halt. Und lasst 0,25 Likes da, das muss natürlich auch noch sein.